Spiel hier gegen den DHC Rheinland. Offizielles Endergebnis 24 zu 28, Halbzeit 10 zu 17. Offizielle Zuschauerzahl 1486. Ich begrüße ganz herzlich den Trainer von DHC Rheinland, Kai Wandschneider, und zu meiner Rechten den NMT-Trainer Matthias Tominetz. Traditionell das erste Wort unser Gast. Kai, bitte sehr, dein Statement zum Spiel. Ja, guten Abend. Ich bin natürlich glücklich, dass wir mit dieser Mannschaft hier diese Sensation, diese faustdicke Überraschung geschafft haben. Die 17-10 Halbzeitführung war bis dahin von unserer Seite eine ganz exzellente Leistung. Wir haben ja leider im letzten Spiel vor drei Tagen noch Marco Krismancic mit Kreuzbandriss verloren, Maxim Mitroschinski wird wohl um eine Meniskusoperation nicht wegkommen. Und gut, Tobi Platz ist langzeitverletzt, so dass ich mir was überlegen musste. Wir haben heute das erste Mal mit Max Holz auf der Mitte gespielt, also das erste Mal in der Saison. Der hat das also überragend gemacht als Regisseur, ganz, ganz stark eingeleitet, war eine sehr gute Abstimmung. Riesenkompliment an den Youngster Kanter Magier mit seinen 19 Jahren, der glaube ich 5 Tore erzielt hat. Christian Lippes hat wieder sehr gut gespielt. Aber besonderes Kompliment heute an Patti Linder, der da 10 Minuten vor Ende mit Krämpfen neben der Bank lag und eigentlich nicht mehr hätte spielen können. Und der hat dann noch auf die Zähne gebissen. Eike Immel ist verletzt und angeschlagen ins Spiel gegangen. Das glaubt man zwar alles auf den ersten Moment nicht, aber genau so ist es gewesen. Aber überragend, und ich glaube letzten Endes Siegerrand war Vitali Fischanka, der jetzt schon das dritte Mal nacheinander überzeugt hat und heute ganz besonders, ein ganz starkes Spiel. Und die Abwehr hat gut gestanden, denke ich. Trotzdem ist es knapp geworden, damit musste man rechnen. Melsung ist nochmal aufgekommen, war glaube ich auf 2 Tore ran. Aber wir haben dann die Nerven bewahrt und das Ding letzten Endes über die Zeit geschaukelt. Trotzdem hat man gesehen, dass uns die Kraft ausgegangen ist und dass wir doch so ab der 45. Melsung Tore zu erzielen. Irgendwie haben wir es dann über die Abwehr und über den Torhüter gemacht. Und also Riesenkompliment an unsere junge Mannschaft zum ersten Punktgewinn in dieser Saison. Vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Erste, Kai Wandschneider. Matthias, bitte deine Erklärung zum Spiel. Gut, ich möchte erst der Mannschaft für Sie gratulieren. Wie schon Trainer gesagt hat, der abgerannt war, ein Torhüter, der am Anfang uns 300%ige Chancen gehalten hat und für sie eventuell ein bisschen, statt dass wir in Führung gingen, die gehen und hat ein bisschen Mannschaft wieder verunsichert. Wir haben sich trotzdem nachher mal gefunden und irgendwie 6-6, 7-6 mitgehalten, nachher wieder ein paar Chancen vergeben und bei 3 Tore Rückstand, besonders das erste Halbzeit, die letzten 5-6 Minuten Faden in Angriff verloren. Wir schießen unvorbereitet, viel zu schnell, dazu kommen noch 1-2 Vorstellungen und sie haben das mit Gegenstoß bestraft und erste Halbzeit mit 17-10 geführt. In der zweiten Halbzeit, besonders ab 40-42 Minuten, ist das sozusagen, man gesehen hat, jetzt ist letzter Moment noch etwas zu machen, hat auch Ball in Angriff besser gelaufen. Wir kommen zu den Chancen, kommen auf 2 Tore, aber wieder war der Torhüter, wo 200%ige Chancen uns sozusagen gehalten hat und ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie wieder mit 3 Toren irgendwie 4 Minuten vor Schluss in Führung gegangen sind und klar, da sind wir ein bisschen aggressiv gegangen, wenn ein oder andere verschossen wird, aber haben sie diese letzten 3-4 Minuten 3 Tore vor die Bühne gebracht. Ja, vielen Dank, Matthias Tominetz. Es gibt Fragen von Ihnen. Wir haben auch ein Mikrofon da, damit unsere Zuhörer draußen das alles mitbekommen. Also jetzt die Möglichkeit, an die beiden Trainer hier vorne ein paar Fragen zu stellen. Wenn dem nicht so sein sollte, dann werfen wir noch einen kleinen Blick nach vorne auf die jeweils nächsten Spiele unserer Mannschaften hier, in dem Falle DHC Rheinland. Was steht auf dem Programm? Ja, wir haben am Mittwoch nächste Woche Pokalspiel in Gelnhausen. Da wird aber Eike Immel definitiv nicht mitspielen können. Und ob Patti Linder mitspielen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, dann werde ich mit 8 Feldspielern dahin fahren müssen. Unter den Umständen müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas machen können.
Und dann haben wir Gott sei Dank ein bisschen frei und dann hoffe ich, dass in 2 Wochen in Groß-Weißstadt vielleicht Maxim Mitroschitzki wieder an Bord ist. Also wenn er nicht operiert werden muss und Eike Immel und Patti Linder soweit wieder hergestellt sind. Aber eine Sache kann ich an dieser Stelle sagen, wir brauchen unbedingt Verstärkung. Ja, sonst werden wir das kraftmäßig nicht durchhalten. Wir müssen so schnell wie möglich unseren Mittelmann Marco Krsmančić ersetzen. Aber wir müssen auch weiterhin, wenn es irgendwie möglich ist, da was tun, um die Mannschaft nochmal zu verstärken, die das verdient haben, wie man sieht. Wir wissen alle, Entschuldigung, dass ich da nochmal aushole, aber auch um diese Spieler in Schutz zu nehmen, dasselbe wird Matthias auch über seine neuen Spieler sagen. Becky Svensson und auch Anitor Sigtriksson sind tolle Handballer, ja, aber die werden noch ein bisschen brauchen. Ja, also auch ein Viktor Šilagyi braucht man. Flensburg hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und er braucht ein bisschen Zeit, ja, wie die bisherigen 4, 5 Spiele, die er gemacht haben. Und bei ganz jungen Spielern, die zudem kein Deutsch sprechen, kann das auch ein Jahr dauern, bis sie ankommen. Ja, das sind Erfahrungswerte aus 25-jähriger Trainerkarriere. Also von daher müssen wir was tun. Ja, das möchte ich gerade nach einem Sieg, nach einer Niederlage, hört sich das immer billig an, aber das möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen. Ja, danke Kai. Das war auch so mehrere Stichworte da drin in dem Statement deines Trainerkollegen. Matthias, du hast auch gesagt, die Mannschaft braucht noch Zeit, weil viele Neuzugänge da sind, integriert werden müssen. Hättest du in dieser Situation lieber noch ein zusätzliches Spiel, zum Beispiel im Pokal gespielt? Wir sind da erstmal ausgenommen durch das Freilos. Ja, habe ich nicht genau verstanden. Hättest du lieber jetzt noch, weil die Mannschaft sich noch einspielen muss, auch im Pokal gespielt? Wir haben ja leider, beziehungsweise zum Glück, freilos. Ja gut, ich muss sagen, dass heute eine Mannschaft gespielt hat, meistens von dem Spiel, wo besonders von der Bauerposition wie Sanikis, Vucic und Vasilatis, wo schon letztes Jahr oder schon länger zusammenspielt, dazu ist Warenkreis Klimowitz, wo schon auf Erfahrung ist, auch auf der rechten Flügel, weil Karibidis, wo auch schon gespielt hat, oder, und Allendorf, wo auch schon Liga viele Zeit hinter sich im Tor war, kennen sie, grund genommen eine Mannschaft, wo schon grund genommen ein bisschen mehr zusammen gespielt hat. Klar war der Nachteil, dass Vasilakis 2 Wochen gar nicht trainiert hat und Schöngard, wo wir die Mannschaft trainiert hatten, erkrankt worden ist und gar nicht spielen können. Und die andere ist, das Spiel war auch so, dass wir in Rückstand waren, dass wir nachher nachgeholt haben und deswegen war auch schwierig dort mal Sanier rein ins Spiel zu bringen, weil er noch immer etwas Zeit braucht, weil die Spieler wirklich, wenn sie nach Deutschland kommen, brauchen etwas länger und auch wie er gesagt hat, schon auch ein Šilagyi bei Flensburg viel Zeit braucht und schon alles erreicht hat. Und sicher braucht man gewisse Spiele, aber Meisterschaft ist da so, dass du gar keine Zeit hast, die etwas besser einzuspielen. Oder? Und, weil es gibt keine einfachen Gegner in der Bundesliga, ist jeder Gegner, wo das kommt. Sie alle können Handball spielen. Klar, sie sind etwas jünger, deswegen weniger belastet, aber Handball spielen alle Spieler bei Dormagen. Oder es ist keine Spieler, wo man sagt, die können nicht Handball spielen. Ich habe die gesehen, sie sind begnadete Spieler, sind alle, ich sage, Spieler, wo Handball spielen können. Wir bedanken uns für die ausführlichen Statements bei beiden Trainern, Kai Wandschneider und Matthias Tominetz, bei Ihnen für Ihr Interesse. Wir sehen uns hier in Kassel wieder in genau 10 Tagen am 28. September.